Guten Abend, mein Name ist Matthias von den Höfel. Ich freue mich, dass ich bei der aktuellen Other Writers Lesereihe dabei sein kann. Die Reihe wurde kuratiert und initiiert von Barbara Peveling und gefördert von Neustadt Kultur. Nach Silke Sutcliffes Lesung vor 2 Wochen und unserem Gespräch in der letzten Woche lese ich heute einerseits Texte vom Other Writers Blog, andererseits einen Auszug aus einem längeren Text mit dem Titel »Die Stadt, in der noch Schnee fällt«. In der Höhle der Tierärztin. Ich schaue immer häufiger zu der Uhr, die oben über dem Durchgang zu den Duschen hängt. Bis es Essenszeit ist, müssen wir noch fast eine halbe Stunde rumkriegen. A strampelt sich durchs Wasser, sie versucht, die kleine Höhle zu erreichen, die sich unter dem Aufgang zur breiten Kinderrutsche befindet. Diese Höhle ist unser Zuhause und manchmal auch die Tierarztpraxis. Ich bin noch nicht sicher, ob wir gerade auf dem Heimweg sind oder mit einem Tier auf dem Weg zur Praxis. Ich bin auch noch nicht sicher, wer von uns beiden jetzt die Tierärztin ist und ob wir gerade einen Frosch dabei haben oder vielleicht eine Katze. Das Spiel macht mich müde, ich verliere manchmal den Faden, denn es passiert ja immer nur das Folgende. Wir sind zu Hause, wir müssen zur Tierärztin oder zum Tierarzt, wir müssen zurück nach Hause, wir müssen uns um den Frosch kümmern oder um die Katze. Zwischendurch fängt es manchmal an zu regnen, darum müssen wir uns, wenn wir draußen sind, dann besonders beeilen. A wirkt auch nicht so, als würde ihr das Spiel wirklich Spaß machen, aber alle Alternativvorschläge hat sie bis jetzt abgelehnt. Die Rutsche gefällt ihr nicht, die Gegenstromanlage macht ihr Angst. Für das Kleinkinderbecken ist sie zwar noch nicht zu groß, aber schon zu wild, und vom Rand springen darf man hier sowieso nicht. Irgendetwas habe ich nicht mitbekommen. A wird wütend. Sie sagt, nein, du sollst doch das und das machen. Mein Kopf schwirrt. Wir spielen das jetzt bestimmt schon über eine Stunde. Und da reicht es mir und ich frage, sag mal, meine Kleine, ist dir eigentlich langweilig? Ein bisschen, sagt sie. Ich muss lachen. A schaut beleidigt. Ich lache dich nicht aus, sage ich. Ich finde das nur lustig, dass uns beiden langweilig ist. Was macht man denn, wenn einem langweilig ist? Man geht auf ein Abenteuer, sagt A. Ein Abenteuer, na gut, sage ich und überlege. Schau mal, da hinten ist noch eine große Rutsche. Sollen wir uns die mal zusammen anschauen? Nein, sagt sie und schaut weg. Die ist wie ein langer Tunnel, sage ich. Der geht ganz tief runter, in einen Berg, in einen Vulkan vielleicht. Den können wir zusammen erforschen. Da kannst du auch bei mir auf dem Schoß mitrutschen. Und dann klettern wir den Berg wieder hoch. Ich bin mal gespannt, welche Tiere wir da so treffen. Sollen wir das mal probieren? Ja, sagt sie, lacht und klammert sich an mir fest. Ich gehe mit ihr durchs Becken zur Treppe und dann hoch zur Rutsche und bin froh, endlich dieser zermürbenden Endlosgeschichte um Frösche und Tierärztinnen entkommen zu sein. Ich hätte natürlich schon ahnen können, dass ich hier bloß eine Endlosgeschichte mit Fröschen gegen eine andere tausche. Immerhin sind es dieses Mal Vulkanfrösche. Das Warum mit den schrecklichen Klauen. Zu wenigen Kinderbüchern hatte A. ein so intensives Verhältnis wie zum Gryffalo. Ganz lange durfte der nicht mal irgendwo sichtbar herumliegen, das war ihr dann schon zu gruselig. Dann irgendwann, als ich ihn ihr, ganz vorsichtig natürlich, zum ersten Mal seit Monaten wieder vorgelesen hatte, war er plötzlich gar nicht mehr wegzudenken aus ihrem Geschichtenreservoir. Und immer, wenn uns jemand besuchen kam, musste die oder derjenige natürlich gleich einmal mit A den Gryffalo lesen. Eines Tages kam A auf die Idee, dass das Buch noch weitergehen müsse. Sie wollte, dass der Gryffalo, nachdem er die Flucht von der Maus ergriffen hat, noch einmal zurückkommt und dann tatsächlich von der Maus gefressen wird. Erst dachte ich, A würde die Vorstellung lustig finden, dass die winzige Maus den riesigen Gryffalo runterschluckt, aber A sah nicht sehr belustigt aus, während ich das neue, blutrünstige Ende vortrug. Also fragte ich sie,
Ist das, weil du Angst vor dem Gryffindor hast? Nein, Papa, das ist doch nur ein Buch, sagte sie. Warum frisst die Maus denn dann den Gryffindor, fragte ich. A schaute im Zimmer herum, dann sagte sie etwas verärgert, einfach so, Papa. Dann stand sie auf und ging zum Maltisch und ich ärgerte mich etwas über mich selbst und nahm mir vor, mich häufiger daran zu erinnern, dass warum für manche Geschichten eine blöde Frage ist. Der Wasserlauf. Hallo Papa, heute zeige ich dir den Wasserlauf, sagt A zu Beginn des Videos, das sie mir während einer Woche schickt, in der wir uns nicht sehen werden. Dann fängt sie an zu trinken, mit zwei Strohhalmen gleichzeitig, aus zwei vollen großen Wassergläsern. Sie trinkt und trinkt, anfangs mit großer Begeisterung, später mit zunehmender Verzweiflung, schließlich kämpft sie damit, dass sie sich wahrscheinlich doch zu viel vorgenommen hat. Woher sie das Wort Wasserlauf hat, weiß ich nicht, und was das, was sie da tut, mit einem Lauf zu tun hat, kann ich mir auch nicht erklären. Aber Wasserlauf wird für die nächsten Tage ein kleines Lieblingswort von mir. Und auch wenn ich sie für ihre Bauchschmerzen und die Übelkeit bedauere, die sich schon am Ende des Videos zeigen, trage ich ihren Mut und ihre Verwegenheit in dieser Woche mit mir herum und bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie diesen Anflug kindlichen Wahnsinns ausgerechnet mit mir teilen wollte. Die Stadt, in der noch Schnee fällt. Papa, wann schneit es denn endlich? Fragt Nele. Wir stehen am Fenster und schauen in den fahlblauen Abendhimmel, der jetzt ganz früh im Jahr noch ein Nachmittagshimmel ist. Weihnachten, da hat sie schon mal hier gestanden, hat aus dem Fenster geschaut, über die Lichter der Häuser, die den Innenhof säumen, und hat gesagt, das ist kein richtiges Weihnachten, es liegt ja gar kein Schnee. Ich weiß es nicht, meine Kleine, sage ich. Vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht auch gar nicht. Aber es ist doch Winter, sagt sie. Um Weihnachten herum, da mussten wir uns immer dieses Buch anschauen mit der Zirkusfamilie, die am heiligen Abend mit ihren Autos und Wohnwagen durch den Schnee fährt, über stille Hügel, zwischen kahlen Bäumen hindurch, durch eine Stadt, in der die Menschen in dicken Mänteln und mit bunten Schals noch die letzten Einkäufe erledigen. Und irgendwann kommt die Zirkusfamilie an einem Haus an, vor dem schon eine Frau und ein Mädchen auf den Zirkusdirektor gewartet haben. Oder auf einen der Artisten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Buch ist ohne Text, aber ich habe ihn irgendwann den Zirkusdirektor genannt. Leider schneit es nicht jeden Winter, sage ich. Aber warum heißt das dann Winter? Fragt sie. Ich erinnere mich daran, dass ich früher manchmal auch enttäuscht war, wenn zu Weihnachten kein Schnee fiel. In den letzten Jahren war ich dann eher froh darüber, dass die Schneefälle immer weniger wurden. Kein dreckiger Matsch auf den Gehwegen, kein Schritttempofahren auf glatten Straßen, keine Nässe, die in die Stiefel kriecht, weil die Nähte nicht mehr dicht sind. Winter ist ja nur eine Jahreszeit, sage ich. Im Sommer ist es ja auch nicht immer heiß. Manchmal ist es sogar kalt und windig und es regnet. Aber im Frühling blühen immer die Blumen, sagt Nele, und im Herbst fallen immer die Blätter von den Bäumen.
Da hast du recht, sage ich und lache und drücke ihr einen Kuss auf den Kopf. Also warum schneit es im Winter nicht? Sagt sie mit unzufriedenem Nachdruck, mehr als Vorwurf, denn als Frage gemeint, und presst ihre Nase trotzig an die Scheibe. Der letzte Schnee, den sie erlebt hat, liegt über ein Jahr zurück. Ich habe sie vor kurzem gefragt, ob sie sich daran noch erinnern kann, und sie hat ihre Augen etwas zusammengekniffen und dann, nach einigem Überlegen, langsam den Kopf geschüttelt. Der Schnee blieb damals auch nur für wenige Tage liegen, und ich weiß es bloß noch, weil ich zu dieser Zeit mit ihr einmal in der Kita sein musste. Sie hatte eine schwierige Phase gehabt, schon vor den Weihnachtstagen, und die Erzieherinnen hatten uns gebeten, sie in den ersten Tagen nach der Schließzeit zu begleiten, als kleine Wiedereingewöhnung. Und in diesem Zeitraum fiel dann der einzige Schnee des letzten Winters. Als ich dann da saß in der Gruppe, da wollte sie nicht von meinem Schoß, während die anderen Kinder anfingen, Türme aus Holzklötzen zu bauen oder sich um die besten Plätze in dem kleinen Haus mit dem Tisch und der Spielküche zu streiten, das dort in der Ecke stand. Wir saßen bestimmt eine halbe Stunde einfach da und niemand kam so recht zu ihr, nicht die Kinder, nicht die Erwachsenen, und auch ich habe mich dort wie ein ungewollter Fremdkörper gefühlt. Schließlich haben wir mit einem anderen Mädchen aus Neles Gruppe dann Bilder gemalt und dann ging es nach draußen in den Außenbereich, in den Schnee. Nele wollte mir alles zeigen, wollte, dass ich ihr zuschaue, wie sie einen kleinen und ziemlich krummen Schneemann baut. Ich erinnere mich noch, wie ruhig ich geworden bin, als ich ihr bei dieser Begeisterung fürs Schneemannbauen zugesehen habe. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, mein Kind wiederzuerkennen, das Kind, das ich auch von meinen Nachmittagen und Abenden mit ihr kannte, ein Kind, das nicht ängstlich in der Ecke sitzt, sondern kaum aufzuhalten ist in seinem Drang, die Welt zu erkunden. Abends liegt sie im Bett und ich liege auf der kleinen Gästematratze neben ihr. Ich freue mich, dass sie überhaupt hier ist. Gestern hatte ich schon wieder eine dieser Diskussionen mit ihrer Mutter, die nicht so recht den Sinn dahinter verstehen will, dass Nele bei mir übernachtet. Denn warum sollte Nele bei mir übernachten, wenn sie, ihre Mutter, doch Zeit hat und zu Hause ist? »Erzähl mal eine Schneegeschichte«, sagt Nele. »Okay«, sage ich und denke nach. Was könnte das denn für eine Geschichte sein? Das musst du dir überlegen, sagt sie. Na gut, sage ich. Der Schneemann. Es war einmal ein kleiner Schneemann. Dieser Schneemann stand alleine auf einer grünen Wiese. Ich mache notgedrungen eine Pause, denn ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wohin das führen könnte. Ich erzähle einfach drauf los, wie so oft, wenn ich müde vom Tag bin und mich darauf freue, dass Nele bald einschläft und ich noch etwas Zeit für mich habe. Und dieser Schneemann, der hat sich gar nicht wohlgefühlt da auf der grünen Wiese. Und irgendwann hat er sich gedacht, wie komme ich eigentlich hierher? Ich bin doch aus Schnee und um mich herum ist nirgendwo Schnee zu sehen. Das ist eine blöde Geschichte, sagt Nele. Warum? Frage ich. Und bin etwas enttäuscht, denn gerade in diesem Moment ist mir die Idee eines spannenden Wettlaufs gegen die Zeit gekommen. Denn dieser Schneemann wird ja irgendwann anfangen zu schmelzen. Also versucht er so schnell wie möglich irgendwo hinzukommen, wo es so kalt ist, dass er mit dem Schmelzen aufhören kann. Oder vielleicht wäre es auch eine Geschichte darüber geworden, dass man auch in einer Umgebung, die fremd und ungewöhnlich ist, ein Zuhause finden kann. Ich fürchte, ich werde es nie erfahren. »Das ist eine Kindergeschichte«, sagt Nele. »Ich will keine doofe Schneemann-Geschichte hören. Ich will eine richtige Geschichte hören.« sage ich und überlege. »Wie wäre es denn mit der Geschichte vom Pilz im Wald?« »Die hast du gestern schon erzählt«, sagt sie. »Und da gibt es ja auch keinen Schnee.« »Der Pilz kann ja in einem Wald stehen, in dem Schnee fällt«, sage ich. »Nein, in dem Wald fällt kein Schnee«, sagt sie mit einer Bestimmtheit, die mich lachen lässt. Und obwohl ich Nele nicht sehen kann im Dunklen, nur von der kleinen orangefarbenen Schmetterlingsnachtleuchte erhellten Zimmer, sehe ich sie deutlich vor mir. Ich kann spüren, wie sie die Augenbrauen grimmig zusammenkräuselt und trotzig und beharrlich zur Decke starrt.
Was wäre, wenn es ein Pilz in einem anderen Wald ist, frage ich. Ein Winterpilz in einem Winterwald. Es kommt keine Antwort von ihr, darum versuche ich es einfach mal. Der Pilz geht auf die Reise, im Winter mit Schnee. Es war einmal ein Pilz, der stand in einem Wald herum. Es war ein besonderer Pilz, denn es war ein Winterpilz. Winterpilze wachsen nur, wenn es schneit und es so richtig kalt ist, sonst ist es ihnen einfach zu heiß. Denn Winterpilze schwitzen schnell und dann haben sie keine Lust zu wachsen. Und dieser Pilz fragte sich eines Tages, was stehe ich denn hier so doof rum? Er schaute in alle Richtungen, aber die anderen Pilze waren damit beschäftigt, genau das Gleiche zu tun. Die standen nämlich auch nur doof rum. Und unterhalten tun sich Pilze untereinander nicht. Da hatte der Winterpilz sehr drunter zu leiden, denn er wollte sich gerne mit jemandem unterhalten. Also schlüpfte er aus der Erde, schüttelte den Schnee von seinem Hut und machte sich hüpfend auf den Weg. Er war vielleicht einen halben Tag vor sich hingehüpft, immer in eine Richtung, denn er wollte schauen, wie die Welt aussah, wenn man aus dem Wald herauskam. Da hörte er plötzlich hinter einem Baum ein lautes Brummen. Dieses Brummen war tief und unheimlich, aber der Pilz war ein mutiger Pilz, also hüpfte er vorsichtig weiter, machte einen großen Bogen um den Baum und dann sah er, dass hinter dem Baum eine Bärin saß. Eine Schneebärin. Es gibt keine Schneebären, sagt Nele. Es gibt nur Eisbären. Ist das eine Eisbärin? Nein, das ist eine Schneebärin, sage ich, denn die lebt ja im Schnee, nicht im Eis. Eisbären leben auch im Schnee, sagt Nele. Und im Eis, sage ich. Die leben nicht im Eis, dann könnten sie sich ja gar nicht bewegen, sagt Nele. Da hast du recht, sage ich. Also, der Pilz sah, dass hinter dem Baum eine Bärin saß, eine Eisbärin. Und diese Eisbärin schien sehr schlecht gelaunt zu sein. Irgendwann bemerkte sie den Pilz und sagte, »Huch, was machst du denn hier?« »Ich bin bloß ein Pilz«, sagte der Pilz. »Ich hüpfe hier bloß rum und suche nach dem Ende des Waldes.« »Und was machst du hier, Eisbärin?« Ich gebe dem Pilz immer eine sehr gelangweilte, nölige Stimme. Die anderen, die dann so nach und nach zu seiner Gruppe dazustoßen, das sind alles Tiere. Und all diese Tiere haben viel mehr Grund als dieser Pilz, sich auf den Weg zu machen. Aber der Pilz ist halt ein Pilz und spricht bloß nölend und gelangweilt. Und normalerweise lacht Nele immer und freut sich, wenn der Pilz seinen Mund aufmacht. Heute sagt sie stattdessen, das ist dieselbe Geschichte wie immer. Und dann dreht sie sich energisch auf die Seite und von mir weg. Und eine Zeit lang schweigen wir einfach. Dann dreht sie sich wieder zu mir, fordert tastend meine Hand und sie fragt mich, Papa, woran liegt das, dass es nicht schneit? Das kommt halt vor bei uns, sage ich. Mella hat gesagt, das liegt daran, dass die Erde immer wärmer wird, sagt Nele. Ja, das stimmt, sage ich. Die Erde wird immer wärmer und darum gibt es bei uns immer weniger Schnee. Warum wird die Erde immer wärmer? Fragt Nele. Das liegt am Klimawandel, sage ich. Nele sagt nichts. Ui, denke ich mir und sage, also, das ist schwer zu erklären. Weißt du, du kennst doch diese Fabriken, an denen wir manchmal vorbeifahren und die pusten ganz viel Dampf in die Luft. Und die Autos machen das auch. Natürlich viel weniger als die Fabriken, aber halt auch ein bisschen. Und weil es davon so viele gibt, ist das fast genauso schlimm. Ich suche einen Ausweg. Ich hatte nicht vor, jetzt so kurz vorm Schlafen gehen und bei meinem sich stark bemerkbar machenden Bedürfnis nach alleine sein, jetzt noch so ein Gespräch anzufangen. Warum macht man die Fabriken und die Autos dann nicht einfach aus? Fragt Nele. Naja, könntest du dir vorstellen, nicht mehr mit dem Auto zu fahren? Frage ich. Also nicht mehr zur Oma, nicht mehr zum Schwimmbad? Aber da fahren wir doch immer mit dem Bus hin, sagt sie. Da hast du auch wieder recht, sage ich. Ich überlege und finde ein besonders kluges Bild und sage, weißt du, das mit dem Klimawandel, das ist,
als ob die Erde Fieber hätte, und dann wird es überall wärmer. Auch am Nordpol, fragt sie. Auch am Nordpol, sage ich, und am Südpol, und in der Wüste, und hier bei uns. Die armen Eisbären, dann haben die ja gar keinen Schnee mehr, sagt Nele besorgt und denkt nach. Dann lacht sie. Wenn die Erde Fieber hat, dann muss sie sich ins Bett legen. Und dann kriegt sie ein Zäpfchen. Ja, das wäre schön, ein Zäpfchen für die Erde, sage ich. Wir schweigen und ich bewege mich so wenig wie möglich in der Hoffnung, dass sie endlich müde ist. Dann sagt sie auf einmal, ich will eine neue Geschichte, noch eine Schneegeschichte. Puh, sage ich, tut mir leid, ich glaube, mir fallen heute keine neuen Geschichten mehr ein. Ich bin auch schon ziemlich müde. Sie dreht sich wieder weg von mir und dann ganz plötzlich und schwungvoll auf den Rücken. Auf einmal ist sie wieder ganz lebendig und ich denke, oh nein. Eine Silvestergeschichte, sagt sie und ist sich ihrer Sache mit einem Mal sehr sicher. Was denn jetzt, eine Schneegeschichte oder eine Silvestergeschichte? Frage ich und gähne demonstrativ, aber das scheint sie nicht zu überzeugen. Beides, sagt sie mit großer Klarheit. Na gut, sage ich und räuspere mich und richte mich ein wenig auf und schaue im dunklen Zimmer umher und fange dann einfach irgendwie an. Herr Antonio und die Stadt, in der noch Schnee fällt. Es ist an einem Silvesterabend in ein paar Jahren. Nirgendwo auf der Welt fällt mehr Schnee. Es hat schon mehrere Jahre nicht mehr geschneit. Der Nordpol ist geschmolzen und die Eisbären fahren darum auf Schiffen über das Meer, in deren Bäuche sie den letzten Schnee gerettet haben. Und am Südpol, da haben sich die Pinguine langsam daran gewöhnt, auf Erde und Matsch rumzulaufen, statt auf Eis und Schnee. Es ist also Silvesterabend. Ich mache eine kurze Pause, denn erst wollte ich ein Tier zur Protagonistin meiner Geschichte machen, eine Pinguinin oder einen Eisbären, und dann hatte ich überlegt, doch lieber ein Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Aber Nele ist heute so mäkelig mit meinen Geschichten, dass ich mir sicher bin, dass auch das ihr nicht gefallen würde. Also gehe ich in die Vollen und wähle als Protagonisten einen erwachsenen Mann. Und an diesem Silvesterabend, da steht ein Mann am Bahnhof und wartet auf einen Zug. Dieser Mann heißt Herr Antonio. Und Herr Antonio sieht ganz komisch aus, denn er hat, anders als die ganzen anderen Leute am Bahnhof und die ganzen anderen Leute in seiner Stadt, einen dicken Wintermantel an. Und er trägt einen bunten, dicken Schal um seinen Hals. Die anderen Leute, die laufen alle in T-Shirts herum und in luftigen Kleidern, denn einen Wintermantel haben sie schon lange nicht mehr gebraucht. Die meisten von ihnen haben ihre alten Wintersachen verkauft, denn was sollen sie noch damit? Sie brauchen jetzt nur noch ihre Sommersachen. Aber Herr Antonio hat etwas vor und davon darf niemand etwas wissen. Er hat eine Einladung bekommen von einem ganz alten Freund. Erst am selben Tag, am Vormittag, hat er diese Einladung bekommen. Dieser alte Freund, der ihn von ganz früher kennt, der hat ihn eingeladen, Silvester mit ihm zu feiern. Und dieser alte Freund, der ist, und ich will kurz sagen, Meteorologe, aber ich kann mich gerade noch zurückhalten und sage stattdessen, dieser alte Freund, der ist Wetterwissenschaftler, der beschäftigt sich also mit dem Wetter und der hat herausgefunden, dass in dieser Nacht in einer kleinen Stadt, irgendwo ganz in der Mitte des großen Landes, in dem die beiden Männer leben, Schnee fallen wird. Und weil Herr Antonio den Schnee sehr vermisst, hat er schnell seinen Koffer gepackt, seinen dicksten Wintermantel aus dem Keller geholt, sich nochmal kurz den Schnurrbart gestutzt, sich die Haare gekämmt und dann ist er, so schnell wie er konnte, zum Bahnhof gelaufen, um sich in den nächsten Zug zu setzen und sich auf den Weg zu machen in die Stadt, in der noch Schnee fällt. Nele hat sich wieder umgedreht, hat ihren Kopf gehoben und schaut mich jetzt ganz aufmerksam an. Mist, denke ich mir, so mitreißend sollte die Geschichte eigentlich gar nicht sein. Denn es ist, wie mir die bunte Uhr mit den Leuchtziffern da oben verrät, schon 9:30 und eigentlich sollte sie längst schlafen. Als könnte Nele meine Gedanken lesen, sagt sie, erzähl weiter, ich bin eh noch nicht müde.
Eigentlich will ich nicht mehr. Ich will mich aufs Sofa setzen, einen Tee oder ein Glas Wein trinken, ein Buch lesen oder vielleicht einen Film schauen. Aber dann drehe ich mich um, schaue in Neles sehr waches Gesicht und sie sieht mich ungeduldig an. Ich muss lächeln. Ich mag das an ihr, dass sie so auf dem beharrt, was sie möchte, auch wenn es manchmal furchtbar anstrengend ist. Aber ich sehe in diesem ungeduldigen Blick auch eine große Klarheit und Entschiedenheit, dass ich heute derjenige bin, der für sie und für die letzten wachen Augenblicke ihres Tages verantwortlich ist. Na gut, sage ich und drehe mich auf den Bauch und drücke mein Kinn und meine Nase kurz in das Kissen. Ein bisschen noch, aber dann schlafen wir. Sie löst ihren Blick von mir und ruckelt sich zufrieden in ihrem Bett zurecht, zieht sich die raschelnde Decke bis zum Hals und streichelt mit ihrer Nase über ihren Kuscheldelfin. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich mir und hoffe, nicht mehr lange erzählen zu müssen. Nun, da am Bahnhof steht also Herr Antonio und wartet auf den Zug. Er schwitzt natürlich, denn es ist viel zu warm für einen dicken Wintermantel. Kurz überlegt er sich, ihn auszuziehen, aber dann kommt schon die Ansage, dass der Zug einfährt. Also denkt er sich, dann kann ich auch noch warten, bis ich im Zug sitze. Ich gebe Herrn Antonio eine tiefe und etwas trottelige Stimme. Ich schaue erwartungsvoll zu Nele, ich liege ja immer noch auf dem Bauch. Aber sie lacht nicht, dafür schaut sie mit ihren klaren, dunklen Augen ganz gebannt nach oben. Und dann fährt der Zug tatsächlich ein. Die Räder quietschen auf den Gleisen, die Türen zischen, als sie aufgehen, die Leute knubbeln sich vor den Einstiegen. Ein junger Mann fragt Herrn Antonio, ob er Hilfe braucht mit seinem riesigen Koffer. Denn Herr Antonio besitzt nur einen Koffer und der ist wirklich sehr riesig. Aber Herr Antonio sagt, nein, nein, vielen Dank, da ist fast gar nichts drin, ich verreise nur für eine Nacht. Dann steigt er ein, findet zum Glück noch einen Platz für seinen riesigen Koffer und dann einen schönen Platz für sich selbst am Fenster und zieht seinen dicken Mantel aus und dann fährt der Zug auch schon los. Und der Zug fährt durch die Stadt, in der Herr Antonio wohnt, und Herr Antonio schaut sich die Lichter von den Straßenlaternen an und die Lichter von den Häusern, an denen er vorbeifährt. Und die Lichter werden immer weniger. Und irgendwann fährt der Zug aus der Stadt hinaus und vor dem Fenster wird alles dunkel. Nur zwischendurch, da fährt er mal an einer kleinen Straße vorbei oder einem Haus, wo noch einzelne Lichter brennen. Ich ziehe die Geschichte in die Länge und gestalte einfach jedes Detail ein bisschen gründlicher, als ich es eigentlich müsste. Mittlerweile habe ich mich wieder auf den Rücken gelegt, versuche meine Stimme ruhiger und tiefer werden zu lassen und langsamer zu erzählen. Natürlich möchte ich sie vor allem dazu bekommen, endlich müde zu werden, aber tatsächlich fällt mir gerade auch einfach nichts ein, was jetzt passieren könnte, um die Geschichte interessanter zu machen. Das Rattern des Zuges auf den Gleisen ist nur ganz leise zu hören. Herr Antonio legt seinen Kopf an das Fenster und schaut hinaus in die dunkle Nacht und da muss er gähnen und merkt, wie müde er ist. Denn er ist schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen und hat den ganzen Tag aufgeräumt und war dann ganz aufgeregt, als er die Nachricht von seinem Freund, dem Wetterwissenschaftler, bekommen hat. Aber jetzt gerade hätte er Lust, zu Hause in seinem Bett zu sein, sich einfach unter die Decke zu kuscheln und einzuschlafen. Und Herr Antonio holt sein Handy heraus und stellt den Wecker ein, damit er seinen Ausstieg nicht verschläft. Seinen Ausstieg in der Stadt, in der heute Nacht Schnee fallen soll. Ich kann nicht mehr. Ich überlege mir noch, ob ich Herrn Antonio einschlafen lassen und irgendwas Verrücktes träumen lassen soll. Aber hinterher wird es zu aufregend. Also drehe ich mich wieder um und schaue nach Nele. Sie schaut immer noch mit wachen Augen nach oben. Weiter, sagt sie. Und ich reiße mich zusammen und finde meinen bestimmten, etwas strengen, aber trotzdem hoffentlich liebevollen Vatertonfall und sage, für heute ist es genug. Es ist schon längst Schlafenszeit, ich singe dir jetzt noch was vor und dann werden wir schlafen. Zu meiner Überraschung kommt kein Protest. Und ich fange an, eins ihrer Lieblingsschlaflieder zu singen, Lalilu, und singe gleich noch eine Wiederholung hinterher, damit sie sich nicht darüber beschwert, dass es zu kurz gewesen ist. Dann singe ich mein Papa-Schlaflied, das sie nur bei mir hört,
denn ich habe es mir aus einer Kinderserie geklaut, die ich früher mal geschaut habe, und habe es ein wenig umgedichtet. Ich nehme ihre Hand, die sehr warm ist, in meine, drücke ihr einen Kuss auf die Stirn und sage: Gute Nacht, mein Schatz. Dann lege auch ich mich unter meine Decke, sage nichts mehr, tue so, als würde auch ich versuchen zu schlafen. Als ich nach 10 Minuten reglosen Liegens nach ihr schaue, ist sie eingeschlafen.